Moin, wir sind Pascal, Finn, Marvin, Nick, Moritz, Bjarne und leider heute nicht auf der Bühne Jens. Und unser Projekt heißt, wie gerade eben schon gesagt, mit Code die Welt verbessern. Die Idee zum Projekt kam von Jens und er ist mit seinem Hund spazieren gegangen und hat keinen Mülleimer für den Code des Hundes gefunden. So, und ja, die Idee generell ist, dass man zusammen als Community die Stadt sauber hält. Genau. Und was Sie hier sehen, ist unsere Web-App. Einmal ganz groß in der Mitte eine Karte, wo die nächsten Mülleimer zu sehen sind. Zum Beispiel hier am Main, die ist 55 Meter entfernt. Oder hier speziell ein Hundekot-Tütenspender, wo man sich Tüten für den Kot seines Hundes abholen kann. Die werden von offenen Daten sozusagen betrieben. Hier oben lässt sich auch Müll hinzufügen. Falls man Müll gefunden hat, lässt er sich melden an die Stadtwerke oder auch an engagierte Nutzer. Die Einstellungen und auch eine Highscore-Liste hier, wo man seine eigene Punktzahl sieht und die besten 5 Spieler auch noch. Genau. Umgesetzt haben wir diese Web-App mit JavaScript, HTML und CSS ohne größere Libraries. Die Daten, also diese große Karte, die hier angezeigt wird, die wird von OpenStreetMap bereitgestellt und durch Leaflet gerendert. Also das ist unser Wrapper, den wir benutzen, der nutzt uns auch, um diese Markierungen überall einzutragen und diese Karte interaktiv zu gestalten. Und die Daten, die dort angezeigt werden, genau die Position von diesen Mülltonnen, die werden per JavaScript von unserem Backend abgefragt, was wir entwickelt haben. Und dazu wird Nico noch was berichten. Also wir haben Node.js, JavaScript, JSON, Overpass, Swift und Elementfire benutzt, um das halt zu machen. Node.js stellt dem Server die Daten bereit. JavaScript ist die Programmiersprache. Die Daten werden per JSON an ein REST API gesendet. Und Overpass, da sind halt die Standorte der Mülleimer und mit Swift und Elementfire haben wir auf iOS programmiert. Genau, wie Nico schon gesagt hat, haben wir auch noch eine Implementierung von unserer Idee als iOS-App über das Wochenende gemacht. Das Ganze haben wir in Swift geschrieben. So sieht unsere App aus. Auch hier können wir die nächsten Mülleimer in unserer Umgebung sehen. Und also als Karten-Library haben wir hier MapKit verwendet und ziehen uns, wie Nico schon gesagt hat, eben über das Backend die Koordinaten von den ganzen Mülleimern. Wir haben auch noch ein paar weitere Funktionen implementiert. Genau, als weitere Funktion hat unsere App noch eine Funktion, in der man Müll melden kann. Dazu kann man einfach auf das graue Kästchen klicken, dann öffnet sich eine Kamera, die mit dem UI-Image-Picker implementiert wurde, den Müll abfotografieren und, wenn das jetzt geht, auch noch den Standort des Mülls hinzufügen und welche Eigenschaften er hat, zum Beispiel mit scharfen Kanten und mehrere Teile. Und über Submit meldet man das dann an unser Backend. Auch haben wir des Weiteren einen Highscore implementiert, der einmal für sich oben in diesem Game Label den Score anzeigt und in einem Infinitive Scroll lassen sich auch noch die Top-Liste der besten User dieser App anzeigen. Ja, das war es eigentlich jetzt und vielleicht das Backend, wir konnten das mit den Mülleimern dadurch realisieren, dass wir durch OpenStreetMap die Mülleimer bereitgestellt haben und vielleicht, wenn jemand das möchte, kann man die Mülleimer weiter mappen, dass unsere App immer mehr Mülleimer hat, weil in Frankfurt sind gerade mal 200 Mülleimer gemappt, in Berlin sind es über 2000 und es wäre schon besser, wenn es halt mehr wären, weil dann würde unsere App auch eine bessere Funktionalität erhalten.